Das innere Licht. Im Spirituellen wird viel über Licht und leuchtende Wesen meditiert. Licht gilt als spirituelle Energie, die die Seele umhüllt. Es wird auch als universelle Energie, Vertrauen und Wahrheit, die alles umhüllt, wahrgenommen. Ziel ist es, sich für die spirituelle Entwicklung mit diesem Licht zu verbinden. Im Buddhismus gilt der Buddha als der König des Lichts, der mit seinem leuchtenden Strahl die ganze Welt erhellt. Spirituelle Lehrer gelten als erleuchtet, da wir in ihrer Gegenwart ihre Liebe, Mitgefühl und Leidenschaft spüren. Diese Menschen bleiben in Verbindung mit ihrem inneren Licht. Wir sind alle voller Licht und erleuchtet. Das Licht wird geschwächt, wenn wir vergessen, wer wir sind. Die Kunst ist es, anderen zu helfen, wenn sie im Dunkeln stehen, damit sie durch unseren Funken wieder brillant leuchten in Freude und die Flamme der Liebe zu aktivieren und verbreiten. Lichttherapie wird als heilendes Mittel vor allem im Winter vielfach eingesetzt. Wie kannst du dein eigenes Licht, deine liebevolle Wahrheit in dir spüren, erhalten und ausbreiten, so dass es sichtbar ist?